Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema: So findest du den passenden Strom- oder Gastarif. Bestandskunden zahlen für Strom und Gas häufig weiterhin hohe Preise, obwohl diese seit Dezember 2022 deutlich gesunken sind. Neukundentarife sind dagegen oft günstiger und liegen meist unterhalb des Preises der Preisbremse. Hier erfährst du, wie du bei der Tarifsuche vorgehen solltest. Die aktuelle Situation auf dem Strom- und Gasmarkt. Die Börsenpreise bei Strom und Gas sind derzeit seit Dezember 2022 deutlich gesunken. Das niedrige Preisniveau wird bei vielen Neukundentarifen berücksichtigt. Während bei deinem Bestandskundenvertrag das Preisniveau oftmals noch sehr hoch ist. Preissenkungen sind hier noch eine Ausnahme. Der Strom- und Gasmarkt soll wieder belebt werden. Du kannst aus einer großen Auswahl an Tarifen wählen. Die günstigen, neu abschließbaren Stromtarife sind aber immer noch knapp 20% teurer als vor der angeblichen Energiekrise. Die Gaspreise in etwa doppelt so hoch. Es ist davon auszugehen, dass die Preise in den nächsten 1 bis 2 Jahren auf einem hohen Niveau bleiben werden. Nutze gezielt Tarifportale. Einen neuen Tarif suchst du am besten mit einem Tarifportal im Internet. Dort bekommst du den besten Überblick über möglichst viele Angebote und kannst direkt vergleichen. Allerdings, die Filter der Portale sind meist voreingestellt, was deine Auswahl unnötig einschränkt und Vergleiche erschwert. Daher empfiehlt sich, zusätzlich zur Einstellung der gewünschten Tarifmerkmale folgende Filteroptionen anzuwenden. Erstens: Bonus nicht einrechnen lassen. So kannst du die Jahreskosten besser einschätzen. Zweitens: Lasse dir nicht nur Tarife anzeigen, zu denen du direkt über das Portal wechseln kannst. Das schränkt deine Auswahl nur unnötig ein. Drittens: Deaktiviere die Voreinstellung hohe Kundenempfehlungsquote. Denn Kundenempfehlungen kann man nur für solche Tarife aussprechen, für die das Portal Provisionen erhält. Auch das schränkt deine Auswahl nur unnötig ein. Viertens: Lasse dir jeweils nur einen Tarif pro Anbieter anzeigen. Vergleichsportale finanzieren sich über Provisionen von Anbietern und über Werbung. Sie verstehen sich als Vermittler zwischen Energiebetreibern und Verbrauchern, übernehmen aber keine Gewähr, dass die angezeigten Daten auch wirklich richtig sind. Dein Vertragspartner beim Energieliefervertrag ist der Anbieter, nicht das Portal. Daher solltest du Preise und Konditionen mit den Angaben des Anbieters auf dessen Internetseite definitiv abgleichen, bevor du einen neuen Vertrag abschließt. Gibt es Abweichungen, obwohl der Tarif nicht als exklusives Angebot des Portals gekennzeichnet war, vergewissere dich direkt beim Anbieter. Worauf sollte ich bei der Vertragslaufzeit denn achten? Wenn du ein akzeptables Tarifangebot erhältst, wähle eine Vertragslaufzeit von etwa einem Jahr in Verbindung mit einer Preisgarantie. Mit kürzeren Vertragslaufzeiten bleibst du auf jeden Fall flexibel. Allerdings können sie mitunter auch teurer sein. Längere Vertragslaufzeiten als 12 Monate sollte man auf keinen Fall in der heutigen Zeit noch akzeptieren. Wie kannst du beurteilen, ob ein Tarif teuer oder attraktiv ist? Nutze die angebotenen Tarife auf den Vergleichsportalen, um einen Preisvergleich durchzuführen. Liegt dein Tarif preislich darunter, ist er günstig. Liegt er deutlich darüber, handelt es sich um ein teures Angebot. Schützt ein Tarif mit Preisgarantie vor Preiserhöhungen?
Ob eine Preisgarantie sinnvoll ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Das hängt immer davon ab, wie die aktuellen Preise sind und wie sie sich voraussichtlich entwickeln. Außerdem spielt es eine Rolle, welche Preiskomponenten von der Preisgarantie auch wirklich abgedeckt werden. Generell gilt: Wenn ein Tarif mit Preisgarantie ein akzeptables Preisniveau hat, solltest du diesen Tarif wählen. Neben dem Preis und der Laufzeit ist der Umfang der Garantie entscheidend. Viele Preisgarantien haben Einschränkungen. Sie schließen gesetzlich regulierte Preisbestandteile wie Netzentgelte, Steuern, Abgaben oder Umlagen aus. Wenn sich diese Preisbestandteile ändern, greift die Garantie also doch nicht. Der Anbieter kann trotzdem seine Preise erhöhen. Eine Preisgarantie schützt jedoch immer vor steigenden Stromeinkaufpreisen, da der Energieanbieter für diesen Bestandteil verantwortlich ist und den Strom in der Regel im Voraus einkauft. Somit sollte sich der Preis des Stroms selbst im Nachgang nicht mehr ändern können. Der Anteil der ausgeklammerten Elemente am Gesamtpreis kann hoch sein. Beim Gas sind derzeit bis zu 35% möglich. Beim Strom können bis zu 50% ausgeklammert sein. Aktuelle Empfehlungen zur Preisgarantie. Derzeit ist die Marktlage entspannt. Stromtarife für Neukunden haben Arbeitspreise zwischen 20 und 35 Cent pro Kilowattstunde. Gastarife gibt es für rund 10 Cent pro Kilowattstunde. Ob die Marktlage entspannt bleibt, hängt von der Verantwortungssituation mit Erdgas im kommenden Winter ab. Wenn du dich absichern möchtest, solltest du den Tarif mit einer Preisgarantie wählen. Auch ohne Preisgarantie musst du Preiserhöhungen nicht hinnehmen. Wenn sich die Preise ändern, hast du ein Sonderkündigungsrecht in jedem Fall. Bei Bonustarifen auf weiteren Wechsel einstellen. Bei einem Tarif mit Bonus solltest du dich darauf einstellen, dass nach einem Jahr ja ein erneuerter Wechsel ansteht, dass sich hier die Preise logischerweise erhöhen können. Denn das zweite Vertragsjahr ist in den Bonustarifen in der Regel teurer. Die ausgewiesene Ersparnis im ersten Jahr beruht oft ausschließlich auf den Bonus. Deshalb ist es hilfreich, beim Tarifvergleich den Bonus nicht mit einzusehen. Achte zudem genau auf die Bedingungen für den Bonus. Aktuell gilt: Anbieter, deren Preise oberhalb des Preisbremsenniveaus liegen, dürfen nur Bonus oder Boni bis zu einer bestimmten Höhe anbieten. Daher findest du derzeit kaum Tarife mit Bonus. Oder der Bonus beträgt nur 50 Euro. Online-Tarife bewusst wählen. Sogenannte Online-Tarife machen mittlerweile den Großteil der günstigsten Tarife in den Vergleichsportalen aus. Dabei erfolgt der Kontakt zum Anbieter in der Regel ausschließlich per E-Mail oder über ein Kundenportal, also eine Webseite. Persönliche Gespräche und teilweise auch Telefonate sind weniger bis gar nicht vorgesehen. Auch über Preiserhöhungen erfährst du in diesen Tarifen nur auf elektronischem Wege, das heißt per E-Mail. Wähle deshalb nur einen Online-Tarif, wenn du deine E-Mail-Adresse regelmäßig liest und auf persönlichen Service verzichten kannst. In den meisten Vergleichsportalen gibt es derzeit keinen Filter für Online-Tarife. Die Portale weisen jedoch aus, ob es sich um einen Online-Tarif handelt. Noch ein kleiner Tipp: Wenn du in einem Vergleichsportal einen Online-Tarif findest, der gut zu dir passt, du jedoch lieber persönlichen Service und Rechnungen per Post hättest, frage direkt beim Anbieter nach. Einige Unternehmen kommen diesem Wunsch nachträglich nach. Wichtig ist: Lasse dich nicht von Prämien und Bündelangeboten blenden. Manchmal umfasst ein Angebot zusätzlich zum Strom- oder Gastarif ein weiteres Produkt.
das teilweise als Prämie bezeichnet wird. Das kann zum Beispiel ein Grill, ein Smartphone, ein Fahrrad oder ein Zeitschriftenabo sein. Für ein solches Bündelangebot zahlst du in der Regel einen so viel höheren Grundpreis, dass es günstiger wäre, die Energie und das Premiumangebot einzeln zu kaufen. Ein Abo kann sich zudem als Kostenfalle erweisen und möglicherweise länger laufen als dein eigentlicher Energievertrag. Von daher prüfe definitiv jedes Angebot. Achte unbedingt auch auf die Anzahl der Abschläge. Anbieter verlangen normalerweise 12 monatliche Zahlungen, die sogenannten Abschläge von dir. Es gibt Anbieter, die verlangen jedoch nur 11 Abschläge. Wenn sich deine voraussichtliche Energiekostenabrechnung auf 11 Abschläge aufteilt, ist dein Abschlag etwas höher als bei den 12 Abschlägen. Logisch, es fehlt ja ein Abschlag. Dies ist übrigens im Falle einer Insolvenz deines Energieanbieters nachteilig. Bei 11 Abschlägen entsteht ein unnötig hohes Guthaben gegenüber dem Energieversorger. Geht dieser nun pleite, ist deine eingezahlte Kohle weg. Und du musst dich logischerweise um einen neuen Anbieter kümmern. In der Regel fällst du automatisch in die Grundversorgung und musst dort deine Abschläge weiterzahlen. Alles, was du bis zu diesem Zeitpunkt bei dem insolventen Anbieter eingezahlt hast, ist dann weg. Egal, ob dort Guthaben stand oder nicht. Informiere dich über neue Energieanbieter. Um einen möglichst kundenfreundlichen Anbieter zu finden, kannst du die Erfahrungen anderer Kunden nutzen. Typische Probleme sind beispielsweise Nichterstellung von Jahres- oder Schlussabrechnungen, Nichtzahlung von Bonus oder von Guthaben. Drastische Preiserhöhungen sind hier auch oftmals der Fall. Untergejubelte Zusatzverträge sind auch nicht unbedingt vom Vorteil. Also Quellen für die Recherche von seriösen Anbietern nutzen empfiehlt sich hier auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle Menschen in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende von diesen gemeinen Maschen auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist auch, dass wir nie verstehen werden, wie man auf bestimmte Maschen und bestimmte Betrugsmodelle hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.